Wurde jetzt schon vermehrt gefragt, wo ich in der AMC-Aktie einen guten Preis sehe, um vielleicht neu einzusteigen oder die Positionen auszubauen, um den Durchschnitt zu ändern. Ich erkläre dir in diesem Video super simpel, wie du selber anhand des Chartbildes Zonen identifizieren kannst, wo es sich am meisten lohnt für dein eingesetztes Geld. Ganz simple Do's und Don'ts, die du sofort umsetzen kannst. Du musst garantiert keine Chartanalyse können, aber vor allem kannst du das, was wir heute hier lernen, auf jede einzelne Aktie anwenden, damit du nie wieder ins fallende Messer reingreifen musst und das meiste für dein eingesetztes Geld bekommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Da in den USA am Montag die Börsen geschlossen waren, brauchen wir uns heute die Ortex-Zahlen und den Kursverlauf nicht auf dem Chart anschauen. Deswegen lasst uns direkt einfach mit dem kleinen, aber feinen Tutorial anfangen. Kommt also direkt mit auf meinen Chart, ihr Lieben. Ich möchte euch für das ganze Thema an der Stelle ein kostenloses Charting-Tool empfehlen. Das ist TradingView, was ich benutze. Geht dazu im Browserfenster einfach auf tradingview.com. Meldet euch da an. Ist kostenlos und ihr könnt mit der kostenlosen Version, glaube ich, 2 Indikatoren nutzen. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Und wenn ihr euch angemeldet habt, seht ihr wahrscheinlich denn so einen Linienchart. Ich möchte euch empfehlen, dann direkt vom Linienchart auf den Kerzenchart umzustellen. Dazu geht ihr hier oben in der Navigationsleiste auf dieses Symbol, klickt da drauf und geht auf Kerze. Rechts davon seht ihr Indikatoren, da klickt ihr auch einmal drauf. Gebt hier oben im Suchfenster einmal RSI ein, also relative Stärke Index, Relative Strength Index. Klickt da drauf, ich habe es schon gemacht, deswegen seht ihr es hier unten auch schon. Wie identifiziere ich jetzt an der Stelle Support und Resistance? Ganz einfach, ich mache da gar keine große Wissenschaft draus. Ich habe da 1-2 Regeln, die möchte ich gerne mit euch teilen. Wenn ihr die verstanden habt, könnt ihr das direkt für euch, nicht nur bei der AMC-Aktie, sondern bei jeder anderen Aktie auch anwenden. Ich möchte euch kurz vorher einmal kurz erklären, was ich für Fehler sehe, die der ein oder andere gerne mal macht, der ganz frisch anfängt. Der größte Fehler, den man machen kann, ist wahrscheinlich, auf den einzelnen Timeframes hin und her zu springen und da irgendwas einzuzeichnen. Aber ich glaube, dass das einfach viel mehr verwirrt, als dass es dann wirklich hilft. Und deswegen bleibt einfach auf dem Tageschart, denn wir traden die AMC-Aktie ja nicht, sondern wir wollen hier gute Einstiege finden, um das meiste für unser eingesetztes Geld zu bekommen. Welche Regeln habe ich jetzt für mich identifiziert, um Support- und Resistance-Zonen zu erkennen? Ich suche mir auf dem Chartbild Preiszonen aus, wo der Kurs im Handelstag immer und immer wieder seinen Gegner gefunden hat. Wenn wir hier in diesen kurzen Zeitabschnitt reingehen, hier zum Beispiel, fällt uns direkt auf, dass wir hier, 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 hier und hier rejected werden. So, also fange ich doch einfach mal an, hier schon meine Support- und Resistance-Zonen einzuzeichnen. In dem Fall wäre das die Resistance-Zone. Und ich setze jetzt, geht dazu einfach links in die Navigationsleiste, klickt hier oben auf das Symbol, nimmt die horizontale Linie, setze hier eine Linie auf den Kerzendocht drauf, nicht auf den Kerzenkörper, sondern auf den Kerzendocht und versuche, so viele Berührungspunkte wie möglich mitzunehmen. Das wären hier in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist schon ein bisschen rübergeschossen. Eine Resistance und eine Supportzone sind nie einfach immer bloß eine Linie. Es sind, wie gesagt, Zonen. Und weil wir hier oben nicht kaufen, sondern tendenziell eher verkaufen würden, wenn wir traden würden, machen wir das mal rot als Signallinie. Um die komplette Zone zu identifizieren, mache ich im Grunde jetzt genau dasselbe. Ich suche mir jetzt die Kerzendochte aus mit ganz vielen Berührungspunkten. Und da seht ihr direkt, hier haben wir einen, hier, hier. Ja, das könnte auf jeden Fall sehr beschreibend sein. Um da vielleicht noch ein wenig mehr Klarheit zu bekommen, kann man auch ein bisschen weiter zurückgehen. Wir haben hier die Berührungspunkte, hier. Wir haben hier Berührungspunkte. Wir haben von oben nach unten kommt hier Berührungspunkte. Von oben nach unten kommt hier Berührungspunkte. Also scheint das hier eine sehr akzeptierte Resistance-Zone zu sein. Bitte denkt immer daran, von unten nach oben kommt, ist es ein Widerstand. Von oben nach unten kommt, ist es ein Support. Also Support wird zu Resistance, Resistance wird zu Support, je nachdem, von wo aus wir die Kursbewegung betrachten. So, jetzt wissen wir also schon mal, wo wir tendenziell eher erstmal nicht kaufen. Wir wollen aber herausfinden, wo es vielleicht Preisziele gibt,
wo wir für unser eingesetztes Geld sehr viel bekommen. Wir nehmen wieder unsere horizontale Linie und suchen hier wieder Referenzpunkte. Wir haben hier in dem kurzen Zeitabschnitt auf dem Chart nicht so viele Referenzpunkte, also nehmen wir erstmal die, die uns offensichtlich dargestellt sind. Und da würde ich hier diese beiden Touchpoints nehmen und den Kerzenkörper und den untersten Docht der Kerze. Das wäre dann hier. Jetzt bin ich mir aber hier noch nicht ganz sicher, weil wir hier nicht so viele Touchpoints haben. Also gehe ich in die Vergangenheit zurück und versuche herauszufinden, wo in der Vergangenheit sehr viel Handelsvolumen stattgefunden hat. Wo viele Menschen im Grunde um die Gunst des Kurses sowohl als Bulle als auch als Bär gekämpft haben. Jetzt mache ich genau dasselbe Spielchen und suche mir so viele Berührungspunkte wie möglich. Also ziehe ich jetzt den unteren Teil der Supportlinie so lange runter, bis ich den Großteil aller Berührungspunkte getroffen habe. Und das wäre dann ungefähr hier. Also in dem Preisbereich um $10.50 und $8.90 haben wir hier einen starken Support. Und weil das ein Support ist, machen wir den jetzt auch grün. Ich glaube, an der Stelle ist jetzt schon erkenntlich, wo für uns ein günstiger Einstiegspreis wäre. Das heißt also, wenn ich jetzt in der Seitwärtsbewegung hier oben kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Kurs auch wieder abverkauft werden kann hier runter. Wohingegen ich aber in einer Seitwärtsbewegung hier unten in dem Support wesentlich mehr Aktien hätte kaufen können für mein eingesetztes Geld. Also warte ich lieber diese Bewegung ab. Oder wenn jetzt tatsächlich der Kurs diesen Widerstand nachhaltig durchdringt, und in dem Fall ist meine nächste Regel, wenn diese Supportzone mit einem kompletten Kerzenkörper durchdrungen wird, dann schaue ich unten auf das Volumen. Wenn es bei euch nicht angezeigt wird, geht ihr auch hier wieder auf Indikatoren, gebt einfach Volumen ein und dann seht ihr hier direkt oben steht Volumen, da klickt ihr rauf. Ich habe es ja schon gemacht, deswegen seht ihr unten das Volumen. Und wenn ich sehe, dass hier mit wenig Volumen nur dieser Widerstand angetestet wurde und vielleicht mit wenig Volumen ein wenig durchbrochen wurde mit einem vollständigen Kerzenkörper, ich sehe aber, dass im Verhältnis das Volumen sehr niedrig ist, dann wird es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eher um ein Fakeout handeln. Also würde ich hier noch keine Buy-Orders platzieren. Wenn ich traden würde, würde ich wahrscheinlich dort hier oben die Gewinne mitnehmen und dann verkaufen. Tue ich aber nicht bei AMC. Wie verhalte ich mich also? Ich beobachte dann, wenn der Kerzenkörper hier oben abschließt, die nächste Kerze. Wenn die grün ist, das Volumen steigt, der Kurs steigt, dann ist es meistens so, dass der Kurs wieder runterkommt und diesen Support wieder antestet. Wenn der Support positiv angetestet wird, ist das für mich ein gutes Zeichen und dann kaufe ich mich wieder ein und vergrößere meine Position. Das gleiche könnt ihr hier im Grunde auch unten machen. Wenn der Kurs bis hier unten geht, ein kompletter Kerzenkörper hier unterhalb meiner definierten Supportzone abschließt, dann ist es erstmal ein Zeichen von Schwäche. Wenn jetzt also die nächste Kerze rot ist mit großem Volumen, dann ist es wahrscheinlich ein bestätigter Durchbruch des Supports. Also ist die Wahrscheinlichkeit als Abverkauf sehr hoch. Was dann passieren kann, ist, dass dann dieser Support nochmal angetestet wird, der dann in dem Fall zum Widerstand geworden ist. Und wenn das passiert ist, dann ist es eben ein bestätigter Abwärtstrend und der Kurs wird weiter fallen bis auf die nächste signifikante Supportzone. Also wenn der Kurs hier diesen Support durchbrochen hat, dann versuche ich zu identifizieren, wo wieder sehr viel Handel betrieben worden ist und das wäre dann wahrscheinlich wieder in dem Bereich um die $6.60 und in dem Fall $5.25. Also hätte ich dann wieder den nächsten Bereich, wo ich mich wieder einkaufen kann. Was ich eben nicht machen möchte, ist, wenn ihr sowas hier seht, zum Beispiel jeden einzelnen abverkauften Tag nachzukaufen, so die typische Buy-the-Dip-Mentalität, sondern ich möchte eben an der Stelle nicht ins fallende Messer greifen, sondern ich kaufe immer dann, wenn signifikante Zonen erreicht worden sind, die für die Masse des Markts auch wirklich verbindlich sind. Ja? So, und das geht in den meisten Fällen am besten durch Support und Resistance. Der nächste Indikator, der mir dabei sehr, sehr gut helfen kann, ist der sogenannte relative Stärkeindex. Der relative Stärkeindex gibt an, ob eine Aktie übergekauft oder überverkauft ist. Wenn also der Indikator hier unterhalb der 30 ist oder auf die 30 zuläuft, dann ist das Zeichen, dass die Aktie gerade sehr überverkauft ist, also tendenziell eher wahrscheinlich in der nächsten Zeit wieder eine Aufwärtsbewegung vollziehen wird. Andersherum ist es,
wenn der relative Stärkeindex sich auf der 70 oder darüber befindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wieder sehr viele Marktteilnehmer aus dieser Aktie aussteigen werden, weil sie voraussichtlich Gewinne mitnehmen werden. Also werde ich hier oben wahrscheinlich keine Kauforders platzieren. Und wenn ich genau diese beiden Sachen, nämlich einmal Support und Resistance und den relative Stärkeindex zusammennehme, kann mir dies eine sehr große Hilfe sein, um herauszufinden, wo für mich die besten Einstiegspreise sind, um den günstigsten Preis zu treffen, um meine Position zu erhöhen oder neue Positionen in verschiedenen Aktien zu etablieren. Das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Seid ein Teil der Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ich würde mich über jeden Support freuen, den ihr mir geben könnt. Liked, subscribed, haut da rauf, was ihr wollt. Ich freue mich über alle Kommentare und alle Feedbacks, die ich von euch bekommen kann. Und wir sehen uns in alter Frische am Donnerstag und vor allem am Sonntag zu unserem Community Talk. In diesem Sinne, habt euch wohl, euer Mika.